was den Klassenerhalt angeht, würde ich sagen. Ne? Also was heißt Klassenerhalt? Was zumindest den Kampf um den Klassenerhalt angeht, denn also sie sind relativ weit unten. Es kann sein, dass sie dann noch von anderen Teams überholt werden. Für die Panther sitzt zumindest kleines Trostpflaster auf Train. Gewinnen sie die Knife Round, das heißt natürlich auch, dass sie hier, ja, dass sie auf der CT-Seite starten können. Das ist sehr gut. Denn das ist eine der CT-lastigsten Maps, die wir haben. Wir legen auf jeden Fall los, Leute. eSport Reneka gegen Panthers Gaming. Auf geht's in die zweite Map. Macht nochmal ein bisschen Stimmung. Feuert eure Teams nochmal an. Und wir schauen mal, wie die Pistol Round hier ausgespielt wird. Wir sehen Smoke Doppelflash bei Mizaras. Auf der anderen Seite Smoke Diffuse Kit bei Felser. Und der Rest natürlich mit Kevlar ausgestattet. Und Co. langsam den Seitengang nach vorne. Da wartet Dax. Und Dax hat natürlich erstmal den Waffenvorteil mit der USP. Die Utility gerade an B rausgehauen. Guck mal, was Dax da draus machen kann. Er spottet die Gegner, zieht sich da schon mal einen Schritt zurück. Weiß, dass er da alleine nicht viel anrichten kann. Geht sogar ganz weit zurück, weil das hier wirklich auf A-Retake gespielt wird. Interessantes Konzept. Der Popdog sogar unter Kontrolle. Jinso hat den ersten geholt. Marvin zielt die Grundlinie nach hinten ab. Jinso mit dem zweiten. Dann kann er gestoppt werden. Aber Cecil kommt hier schon über den Oldspot nach vorne. Sehr guter Blick auf die Spieler, die da aus dem Connector rauslaufen. Und er kann sie beide super sauber rausnehmen. 1:0 für eSport Rhein-Neckar. Und die Panthers wurden hier komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Kein Vorwurf an Darks. Er steht komplett alleine. Ist natürlich cool, wenn er dann Frag machen kann. Aber sind wir ehrlich, die Panthers hier einfach auf dem falschen Dampfer gewesen mit den Granaten Richtung B. Super schöner Fake von eSport Rhein-Neckar. So, jetzt auch Reaction wieder mit dem Spiel, Leute. Schar im Coach-Slot, so wie das sein soll. eSport Rhein-Neckar kann also auf die volle Firepower zurückgreifen. An B direkt mal Informationen gesammelt, dass da ein Spieler wieder abzielt. Das ist wieder Darks, diesmal im Zusammenspiel mit Felser, der eine Full-Eco einlegt. Expo auch wieder an der XM. Swag 7, so rum. Die XM sieht ein wenig anders aus. Breiter Aufbau. Ohne Brownholz-Kontrolle für eSport Rhein-Neckar. Nur dieses Anpoken am Seitengang und in der Mitte. Und was wir bei eSport Rhein-Neckar häufig gesehen haben, ist, wenn die sich irgendwo zeigen, dann gehen die auch gerne auch mal ein bisschen später dahin. Versuchen das dann später im Spiel auch als Fake auszuspielen. Also ein Stil, der, ja, bei dem man einfach wirklich auf alles gefasst sein muss. Aber ich denke auch ein Stil, den man countern kann, keine Frage. Also nichts, wo man sagt, okay, das ist unmöglich dagegen zu spielen. Hier die Flash gedodged, Felser, nein, Kill bekommt, schöne Aktion. Dann aber der Follow-up von Reaction, sofort der Blick nach hinten, sogar ein Bang nach oben, man rechnet mit der Position im Heaven. Reaction gönnt sich dann auch noch Dark, die Bombe wird gelegt, die Rotation aus dem Connector durch die Smoke da abgefangen. Ja, und Milo kann nichts tun, außer nochmal Richtung B rotieren. Und seine MP9 saven. Der geht über die Brownholz hoch, über die kleine Rampe. Ich denke, dass er hier nicht unbedingt weitergeht. Jetzt hat er da aus Versehen einen Step gemacht, weiß nicht, ob am Popdog jemand steht, der den Step gehört hat. Riskiert es dann trotzdem, sich an der Treppe aufzustellen. Es wird die zweite Runde für eSport Rhein-Neckar. Aber es werden höchstwahrscheinlich sogar drei, denn die Panthers werden jetzt nochmal eine Eco spielen müssen. Klar, mit der P52, was habe ich denn gerade mit den Waffen? Mit der MP9 hat man da die Chance, irgendwo jemanden, also Milo mal reinzuflashen. Also gerade Felser hätte da auch noch schöne Doppelflash kaufen können. Milo dann irgendwie die kleine Rampe hochflashen. Was in der Richtung hätte ich jetzt ziemlich cool gefunden, um Informationen zu bekommen. Mit Informationen kann man in so einer Eco häufig sehr viel anstellen. Aber Informationen ist das, was eSport Rhein-Neckar meistens for free gibt. Also sie zeigen sehr früh, wenn sie irgendwo hinwollen. Interessante HE hier. Ah, Jinso pusht sogar durch. Muss es gegen die Eco eigentlich nicht alleine spielen, aber seine Spirit Control ist super. Richtig schöner 3K hier von Jinso.
Und das 3 zu 0 für eSport Rhein-Neckar geht da flawless rein. Und Jinzo sogar die 99 Damage gerade kassiert. Junge, Junge, Junge. Die Panthers können jetzt kaufen am Fels auch direkt an der AWP. Das wahrscheinlich auch der Grund, warum der eben keine Doppelflash gekauft hat. Wobei die hätte er sich schon leisten können. Dann wäre die jetzt in der Runde nicht da gewesen. Okay. Na, die Runde ist sie wahrscheinlich wirklich wichtiger als in der davor. Expo. Na, sofort kommt die E-Kasten-Smoke. Sofort so dieser. Fuck, ich bin direkt einen schnellen Argo. Wir müssen sofort ready sein. Dieser Gedankengang bei den Panthers. Aber sie arbeiten schön mit den Nates dagegen. Felser mit dem ersten Kill. Das kommt sofort. Und ich sage, das ist ja durch. Die standen aufeinander. Rufy und Expo können aber noch ihr Frags machen. Expo ist noch in den Popdog reingekommen. Darks schnappt sich da die Bombe am Olof. Und der Go von eSport Rhein-Neckar hat nicht funktioniert. Das war die Flash-Kombination durch die 5-6. Ein einziger Spieler geht down. Das ist die AWP von Felser. Und sie kriegen es sogar noch hin, die AWP mitzunehmen. 3 zu 1. Die erste Buy-Round also an die Panthers. Wie viel Geld ist jetzt noch bei ERN vorhanden? Mehr als genug, um nachzukaufen. Und auch Sessel geht jetzt auf die AWP. Hat jetzt zumindest schon mal mitbekommen, dass Felser das gerne vom Spot spielt, dass die Position oben auf dem Zug gefährlich sein kann. Doppelnate-Kombination in die Mitte. eSport Rhein-Neckar spielt jetzt erstmal Braunholz-Kontrolle mit dem tiefen Molotov. Lassen sich aber ein bisschen Zeit mit der großen Rampe-Kontrolle. Das heißt, da kann Milo einmal einfach stehen bleiben. Milo riskiert mit dem Timing. Ich hab eine Flash an die kleine Rampe bekommen. Oh, wie kann man den Break denn bitte nicht machen? Leute, Tipp 2. Das muss doch sitzen. Schöne Reaction hier. Die Flash erwartet. Schön auch mal zu sehen, dass die Panthers dieses kontrollierte, aggressive Spiel gut drauf haben. Reaction aber mit dem Follow-up-Kill gegen den A-Spot. Und die Rotation wird jetzt erwartet. Zettel schnappt sich dann Felser am Connector. Ah, der Sandwich-Spieler, der wird jetzt noch gefährlich. Aber auch da kann Cecil zuschlagen. Die Bombe wird gelegt. Und Milo ist es wieder mal, der dazu verdammt ist, seine Waffe in die nächste Runde zu bringen. Also das sollte hier die vierte Runde für eSport Rhein-Neckar sein. Ah, und die gehen sogar auf die Jagd, nehmen Milo raus. Hier die Panthers bisher mit... ja, etwas größeren Problemen, aber auch ein super starkes Verhalten von Reaction da, dass er nach, also dass er mit dem Molly merkt, dass da gleich wahrscheinlich eine Flash reinfliegt, dass er sich präventiv vor der Flash schon mal wegdreht und genau durch dieses Dodgen der Flash zwei Frags machen kann. So, Expo. Nate in die Mitte, aber wieder Braunholz-Kontrolle von eSport Rhein-Neckar angespielt. Da stehen sie da zu dritt. Milo hat die Position, die er eben hatte. Jetzt kann er daraus vielleicht einen Frag machen. Und er schießt wieder vorbei. Uff. Das tut gerade weh. Jinzo auch mit dem Blick nach hinten den Pop-Dog-Push aufgehalten. Auch so ein Ding, dass man in so einer Eco-Runde nicht verraten müsste. Dass man gerne aggressiv den Pop-Dog spielt. Wieder wird gesaved bei den Panthers. Starke T-Seiten auf Train zu sehen. Das macht aus Zuschauersicht zumindest Spaß. Allerdings sind es hier einige Fehler von den Panthers. Ich denke nicht nur aim-technischer Natur, sondern... jetzt eben zwei Positionen verraten. Zweimal hintereinander schon die große Rampe-Position da ausgespielt, in diesem Zwischenraum gestanden. Das heißt, auch da wird eSport Rhein-Neckar jetzt ein bisschen härter gegen arbeiten können. Aber vielleicht wird es auch gar nicht mehr gespielt jetzt von den Panthers. Und eSport Rhein-Neckar weiß einfach nur, okay, da werden die keinen Bock mehr drauf haben. Mit Saras. Und Co. Ja, recht klassisch, würde ich sagen. Aber die spielen nicht nur Braunholz-Kontrolle an, sondern auch den Run-Boost in Richtung Ivy. Und der Bang von Marvin hätte fast gesessen. Da muss Darks auch eigentlich warten,
wenn sie durchschießen, wenn die Smoke da vorne geworfen wird, bis ein Bang kommt. Und er rennt genau dann rein, wenn die Schüsse eben folgen. Ein bisschen zu hektisch von ihm. Die AWP low HP zu haben, ist natürlich nicht schön, aber verkraftbar. Eine AWP kann auch dann noch viel Impact haben. Ohne die Mitte-Kontrolle bei eSport Rhein-Neckar muss man jetzt natürlich ein bisschen langsamer hier Richtung Teammain arbeiten. Aber genau das wollen sie unterstützen, indem sie im selben Moment den Seitengang mit der Smoke-Molotov-Kombination angreifen. Passiveres Verhalten von den Panthers jetzt in Richtung Mitte. Bleiben immer noch über Sandwich, MTW und Backside an A stehen. B schon gedoppelt. Dadurch, dass da immer die Brownholz-Kontrolle gespielt wird, bleibt den Panthers da eigentlich nichts anderes übrig. Und dadurch, dass sie die Positionen an der großen Rampe in den letzten Runden schon verraten haben, ist da für eSport Rhein-Neckar auch... ist da für die Panthers auch nicht so viel zu machen, was eine Umstellung, vielleicht auch ein Timing-Play wäre maximal was, was man noch durchziehen könnte. Ein guter Flash-Move an B. Aber bisher ohne Informationen. Und da kommt der A-Split. Pop-Dog-Drop noch dazu für die Position von Felser. Expo hat dann noch einen Kill in der Mitte gemacht. Und das gibt die Trade-Frags. Reaction kommt durch. Und das bedeutet meistens sehr guten Raum für die T-Seite. Schön hier reagiert. Der Spieler Milo kommt zwar noch vor, aber im One-on-One gewinnt Marvin das Duell, weil er die bessere Position hat. Zeittechnisch war das schon ziemlich eng für eSport Rhein-Neckar. Aber das ist völlig egal. Solange du auf der T-Seite die Runden noch holst, kannst du knapp sein, wie du willst. So, und die Panthers an den Siegels. Aha, eh dabei, wahrscheinlich in die Mitte rein. Die könnte ganz gut passen. Jawoll! Über 50 Damage gegen Sessel. Pizarras hier unten jetzt gefangen, da muss die AWP noch irgendwie supporten. Kann er nicht zu und trotzdem schöner Schuss. Die AWP zieht sich da zurück. Sessel mit dem Kill, der Mitte-Push. Eigentlich noch ganz gut gehandelt. Mizaras kommt aus der All-In-Position natürlich nicht raus. Und Jinzo hat währenddessen zusammen mit Reaction schon den B-Spot eingenommen. Die Bombe müsste eigentlich nur noch gepickt werden. Felser kommt an die AK. Ich weiß gar nicht, warum Sessel mit der AWP da überhaupt noch abzielt. Aber ist dann schlussendlich auch egal, denn Jinzo ist schon aus dem Connector Richtung A gelaufen. 7 zu 1. 7 T-Runden für eSport Rhein-Neckar. Und super schöne Defensiv-Plays auch von eSport Rhein-Neckar, wenn sie durch aggressive Sachen überrascht werden. Das hier war definitiv kein Aufbau gegen den Mitte-Push von ERN. Und trotzdem sind sie da mit 4 überlebenden Spielern aus der Runde rausgekommen. 5-6 Smoke, Doppelflash. Hier die Gegenarbeit von den Panthers. Aggressive Ivy-Kontrolle. Aber den Hit dürfte Marvin gehört haben. Dieses kleine Umdrehen hat uns das signalisiert. Wieder steht man oben an der großen Rampe und eSport Rhein-Neckar rechnet nicht damit. Drei Leute gehen da direkt raus. Das Repeaken von Felser. Schon ist er down, aber die große Rampe wird gerade nicht abgehen. Expo. Oh, da kommen die Shots oben von Milo. Der geht nochmal zurück. Die Smoke liegt da oben. Gibt ihm sogar noch Deckung. Und er kann den Plant unten mollen. Eine sehr gute 4 gegen 3 Situation für die Panthers. Aber sollte Milo down gehen, dann sehen wir noch einen Spieler unten am Spot. Dann kann Marvin nämlich eingreifen. Und der macht das super. Geht nach oben, hat den ersten Spieler abgefahren. Holt den zweiten. Kriegt er das 3K sogar? Nein! Macht er nicht, aber Reaction ist schon zur Stelle. Auch hier sehr gut gespielt von eSport Rhein-Neckar. Und das ist jetzt spätestens der Moment, wo du vor jedem Go immer die große Rampe checkst, ob da oben jemand drin steht. Milo kann die Position nicht jede Runde ausspielen. Das geht einfach nicht. So, ja, wie war das mit CT-Map? Aber ihr wisst, was ich meine, Leute. Grüße gehen natürlich auch an den Pedder raus. Reaction. Ja, ein bisschen gewagter gespielt, ein bisschen offener gespielt. Und Expo keinen Headshot durchbekommen. Dark schnappt sich zumindest Cecil da hinterm E-Kasten. Milo versucht es auch nochmal, indem er schon aus der Smoke rausläuft. Die Darks und Milo bekommen sogar noch Kills, aber Jinzo in der Backside wird abgelenkt und da haut auch Mizaras durch die Smoke noch durch. Ich glaube, die ist sogar gerade gefadet. Der Break war unvermeidbar. 9 zu 1. 10 Runden gespielt. Und hier sehen die Panthers noch älter aus als auf Mirage. Also eSport Rhein-Neckar. Die haben wirklich hier alles richtig gemacht. Mit dem Trainpick. Sessel sofort hinten die Backside angezielt. Schießen sich beide gegenseitig an. Sessel hatte kurzzeitig 1 AP. Aber da fliegt die Nate-Kombi schon rein. Keine Chance.
Und ciao, First Frag für die Panthers. Fails aber auch nur noch mit 23 HP unterwegs. Bleiben aber cool. Müssen eigentlich immer noch damit rechnen, dass da zwei Leute an B stehen, weil sie eben immer die Brownholz-Kontrolle spielen. So, Milo mal mit der Nate rein. Zumindest schon mal die Position oben auf dem Zug. Kant. Late B. Damit müssen die Panthers jetzt rechnen. Wieder nur so ein Anschuss. Saras Glück gehabt, muss aber jetzt auf die HEs aufpassen und Rufy hat noch eine. Da wird schon mal die Exit Smoke vorbereitet. Ich denke kein Advanced B-Go, sondern ein ganz normaler, bei dem man versucht die Duelle unten am Spot zu gewinnen. Milo hält sich oben auf den Zug, das ist immer eine schwierige Position, aber ich glaube eine Close Flash wäre schon ready. Genau, und da geht Jinzo auch schon raus. Oben auf dem Zug, ich habe den Spieler unten aber geholt. Wenn oben getradet wird, aber Milo macht zwei Kills. Von der großen Rampe wieder geholt. Die Bombe muss nochmal gepickt werden. Liegt aber hinter der Smoke. Gut für Reaction. Der flasht sich zur Sicherheit auch nochmal rein. So kommt er dann durch. Allerdings steht Mitzaras sehr weit vorne. Den Plant nehmen sie jetzt mit. Ein 1 gegen 3. In einer sehr ungünstigen Position für Reaction. Der klickt aber erstmal den Spieler oben weg. Und dann zu stark im Spray schon drin. Oder im, wie gesagt, in der Salve schon drin. Sodass es eben ein bisschen Recoil gibt. Es wird die zweite Runde für die Panthers. Die nehmen jetzt die Doppel-AWP noch mit. Sammeln natürlich noch so viele Granaten wie möglich ein. Aber mehr als der Smoke und eine Flash ist da nicht vorhanden. Und das war jetzt endlich mal ein starkes Positioning von Milo. Im richtigen Moment oben auf dem Zug gewesen. Hat den Support von seinem Mitspieler da gut nutzen können für zwei Frags. In einem 3 gegen 3 kann man auf jeden Fall den Retake nochmal angehen. 4 Runden noch zu spielen. Natürlich sitzt das Geld bei eSport Rhein-Neckar locker. Wir werfen diesmal nur eine Glockenflash, ein bisschen weiter. Der Molotow wieder, Marvin ist aber einfach durch. Und ich weiß nicht, ob Felser das gesehen hat. Aber ein B bekommt Expo direkt mal 2. War ein schneller, kleine Rampe, go. Der Molly reicht dann auch noch aus. Reaction, der Einzige, der gerade noch einen Kill bekommen hat. Und der wird noch ein bisschen Zeit versuchen rauszuholen. Mit solchen Shots ist das natürlich super. Auch da nochmal gut Schaden gegen Darks gemacht. Vielleicht jetzt noch die Smoke nutzen, um hochzukommen. Er riskiert und kommt nochmal weg. Und sein Mitspieler ist an der Grundlinie. Jetzt natürlich die Frage, wie geht Marvin das an? Vielleicht der Laufweg über die CD Base? Nein, machen sie nicht. Ivy war anscheinend bekannt, denn Darks geht nochmal hin und Felser zielt Richtung Spot. Reaction checkt hier oben sogar nochmal, wer muss über Popdog jetzt seinem Mate irgendwie helfen. Ohne Risiko geht's gerade nicht. Droppt nach unten. Aber der Laufweg zum Spot klappt gerade nicht. Smoke an den Connector, aber Felser kann vorher zuschlagen. Sein Molly kommt nicht an. Marvin hätte sich überlegen können, ob er hier erstmal durch die Smoke geht. Die AWP pressured. Macht er nicht. Kassiert selbst einen Headshot. Und damit wird die Runde immer unwahrscheinlicher für ihn. Er smoked nochmal vorne ab. Wird wahrscheinlich kurz warten, bis der Spray kommt. Molly dann auch nochmal Felser in seine Ecke rein. Es ist bisher nicht schlecht gespielt, was er in dem 1 gegen 3 macht, aber er lässt dem Gegner auch sehr viel Zeit. Kurz hat er angeplantet? Ich glaube nicht. Schöner erster Kill, aber der Spieler oben im Heaven. Das ist dann doch ein bisschen zu viel. Darauf hat er keinen Blick. Die dritte Runde für die Panthers. Und eSport Rhein-Neckar, wie gesagt, haben immer noch Geld. Können immer noch kaufen. Durch diesen dritten Kill. Jetzt natürlich für die Panthers das mit dem Geld aufsparen ein bisschen Problem. Ging jetzt ein bisschen besser, hitten vor allem ein bisschen besser. Expos Double Kill eben war sehr stark. Aber eSport Rhein-Neckar macht eben durch gute Kommunikation, gute individuelle Entscheidungen auch einiges aus den X-on-X-Situationen, auch aus den Unterteil-Situationen. Schön, wie Reaction da nochmal nach hinten schaut. Der Molotov mit dem nächsten Kill da hinterm Spot und ruckzuck ein 4 gegen 1. Da macht eSport Rhein-Neckar einfach mal kurz den schnellen Mitte Go und die Panthers sind nur darauf vorbereitet. So, was ich meine ist das Persian. Ah, da danke ich doch der Stulle, dass er mir hier nochmal ein bisschen Input gibt. Vielen, vielen Dank. Das Persian ist die Streuung. Da werde ich, glaube ich, den deutschen Begriff nehmen. Da streut die Waffe schon. Ich muss mich da so ein bisschen
Eingewöhnt. Okay. 10 zu 3. Ey, 10 T-Runden. Also früher in 1-6 oder Source hättest du gesagt, das kannst du gar nicht mehr verlieren. Kannst du eigentlich die letzten beiden Runden for free an den Gegner geben. Hier auf der aktuellsten Train-Version ist man sehr gut dabei, keine Frage. Aber so ganz sicher ist man dann wahrscheinlich so mit 12 Runden. Und genau darauf ziehen sie jetzt ab. Natürlich der Force-Buy bei den Panthers. Die verlieren aber direkt den B-Spieler, Milo. Auch super schwer für ihn. Immer wieder diese Tempowechsel von eSport Rhein-Neckar drin. Du willst als B-Spieler nicht immer direkt deinen Molotow raushauen. Zumindest kommt Felsor nochmal an den... Oh, an die SG. Expo bekommt mit der XM noch einen Kill. Und jetzt sind sie gerade ein bisschen sloppy unterwegs. Aber Jinzo nochmal mit einem weiteren Kill. Er hat den Backstabber aufgehalten. Flash für Cecil nach vorne. Nochmal eine Flash rein in den Rücken von Cecil, damit Jinzo mit raus kann. Und sie haben doch eigentlich bemerkt, dass der Spieler hinten jetzt dabei ist. Darkseid 1 gegen 1, hat kein Defuse-Kit. Hat sich jetzt aber verraten. Der Jinzo allerdings auch. Und für den liegt die Bombe nicht. Der Molly kommt gut und das kann er vergessen. Da weiß Darkseid direkt, dass er die AWP picken muss, damit sie in der nächsten Runde, in der letzten Runde der ersten Halbzeit noch eine haben. 11 zu 3. eSport Rhein-Neckar rettet die Runde im letzten Atemzug. Die Panthers hätten hier fast noch eine geschenkt bekommen. So, gerade mal aufs Scoreboard schauen. Ah, 18 Kills bei Jinzo. Reaction nicht der Top-Frag, aber trotzdem eine sehr gute Partie von ihm. Viele Entry-Kills. Rufy. Vorne. Im Main erstmal eine Smoke geworfen. Wieder gibt es die Info, dass da viel Richtung B unterwegs ist. Wahrscheinlich auch durch Expo, der immer wieder am Pop-Doc Informationen für die Panthers weitergeben kann. Aber hier, Molly-Kombi, vielleicht sogar der Doppel-Drop. Die AW, okay, die AWP runter. Doppel-AWP-Drop, sind die geistig? Und es funktioniert auch noch. Also das ist schon richtig heftig. Marvin gibt Vollgas, geht da zurück, zieht Ivy dann auch ab. Sehr schön geaimt von ihm, gut abgewartet. Na, sie muss jetzt auf Fade so ein bisschen aufpassen, der sich da zwischen 5 und 6 positioniert hat. Positionswechsel von ihm. Rufy kommt dann nochmal über B runter. 2-on-2. Dann der Spieler am Spawn down. Die Bombe droppt aber. Mizaras zieht ihn noch am Seitenrand des Monitors und kann darüber flicken und den Frag auch setzen. 12 zu 3 für die Jungs von eSport Rhein-Neckar hier zur ersten Halbzeit. Und da können die Jungs von den Panthers eigentlich echt einstecken. Zweite Halbzeit in 2 Minuten. Wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Just drive all the way.
Willkommen zurück zur zweiten Halbzeit zwischen eSport Rhein-Neckar und den Panthers hier auf Train. Es war bisher eine eindeutige Sache für eSport Rhein-Neckar, die jetzt auch noch auf der CT-Seite sind. Also wir brauchen ein mittelschweres Wunder, eigentlich sogar ein großes Wunder für die Panthers, damit sie die Partie hier noch drehen können, damit sie zumindest noch eine Map gewinnen im Abstiegskampf. Expo, Mitte raus. Sofort nach vorne, aber Reaction, knipst da erstmal noch zwei um. Knips den dritten, Reaction gerade on fire. Der vierte auch noch. Das Ace muss er sich erst nach dem Reload gönnen. Und das bekommt er ebenfalls, Junge. Da wird die Ratsche ausgepackt. 13 zu 3. eSport Rhein-Neckar zerlegt die Panthers hier förmlich in der Luft. Und wenn sie das Game in 2 Minuten beenden können, dann können wir auch direkt noch ins Map-Veto von SFD gegen PKD reingehen. Das war einfach ultra sick. Und hier natürlich nochmal im Highlight für euch, ey, ein Knipser nach dem anderen von Reaction. Mit Saras und Co. spielen in der nächsten Runde einige SMGs, nur eine Rifle bei Cecil mit der Farmers. Forceball natürlich bei dem Spielstand von den Panthers. Reaction aggressiv im Pop-Dog. Bekommt den ersten da schon ein bisschen unbeholfen von Expo. Wusste nicht genau, was er da machen soll, aber manchmal laufen Games auch überhaupt nicht in deine Richtung. Darks down, Rufy down, Cecil mit 2 in der Mitte. Durchs Farmassien und Reaction geht einfach durch den Molly down. Er sagt einfach, okay Leute, ich habe meinen Job gemacht in der Pistol. Den Rest kriegt ihr schon hin. Letzter Spieler hat dann einen Pop-Dog unten gesehen. Ah, wäre so eine Idee, ob Marvin in so einem Moment dann vielleicht große Rampe vorgeht. Versucht den Gegner dazu outplayen. Aber ich bin so, drückt da einfach durch. 14 zu 3. Und es war ja gerade ein Force-Buy von den Panthers. Ich vermute, da wird noch einer kommen. eSport Rhein-Neckar. Natürlich gar keine Probleme danach zu kaufen. Da ist auch der Force Buy von den Panthers. Darks geht da zum Ivy. Ja, drei Mann. Ah, nee, so. Einer Mitte, zwei Mitte, okay. Zwei Mitte, zwei B. Sessel da schon vor. Wenn der down geht, wäre es nicht mal so schlimm. Er macht viel Schaden. Auf dem B-Spot steht immer noch Marvin. Ich glaube, Jinzo bekommt hier gleich eine Flash. Er geht einfach trocken rein. Macht fast beide Frags. Es ist zwar eine 3 gegen 3 Situation, aber die HP-Zahlen sprechen hier doch eindeutig für eSport Rhein-Neckar. Und man bleibt auch aggressiv. Reaction geht nochmal in den Pop-Dog rein. Marvin oben auf dem Turm. Mit Saras hat er noch mit dem Ivy-Push die Bombe vor, vor der Mitte geholt. Versucht da jetzt natürlich Zeit rauszuholen. Er geht nochmal gegen Felser down. Ah, vielleicht unnötig bei 1 Minute. Aber das ist gerade so die Freiheit, die sich eSport Rhein-Neckar beim 14 zu 3 nimmt. Marvin lässt sogar die Dualis draußen. Reaction hört jetzt die Steps und dann geht er doch lieber auf die MP. Und die sollten recht schnell umfallen. Mit der Position werden sie niemals rechnen. Jetzt erst den holen, der nicht... Lol, er geht auch niemals auf den Knife-Kill. Er bekommt den ersten Spieler unten, bekommt den zweiten Spieler. Und ich glaube, er wollte einfach gucken, wenn einer dran vorbeiläuft, holt er den Bombenplanter mit dem Knife. Das war schon sehr dreist von Marvin. Aber ich kann den Move verstehen. Das ist tatsächlich eine Situation, wo man dieses Maß an Disrespect auspacken kann. Den Move hätte ich hart gefeiert. 15 zu 3. Und wir gehen in den ersten Matchpoint für eSport Rhein-Neckar. Trifft die Knochenregel jetzt zu. Ihr seht, super viele AKs, sogar eine SG bei den Panthers. Aber nur eine Smoke und 3 Flashes im gesamten Game. So, kleiner Fixpunkt für eine One-Way. Erster Hit in der Mitte. Ivy Push kommt noch dazu. Passt. Jinzo wechselt auf die AK. Reaction hat da jetzt noch einen Kill gemacht mit der MP. Ah, und jetzt wird's natürlich... Sessel, den letzten kann er zwar nicht holen, aber das wäre was hier für Reaction. Kann schon mal ansagen, über den Pop-Dog kommt gerade Marvin. Er geht wahrscheinlich einfach mit der Flash dann durch die Smoke durch. Und da wollen sie jetzt mit dem Knife hin. Wird nicht mehr zugelassen. Jinzo mit dem Frag und so das 16 zu 3. Also 2 eindeutige Maps für die Jungs von eSport Rhein-Neckar, die damit ihren Anspruch auf die Relegation zur Division 1 untermauern. Die haben also die perfekte Ausgangslage geschaffen, um am nächsten Spieltag um den Aufstieg mitzukämpfen oder zumindest um die Relegation mitzukämpfen, weil in Division 2.2 mit No Limit Gaming wird es natürlich schwierig mit dem Direktaufstieg.